7 Fehler beim Investieren in Sportwagen, die wir begangen haben und die wir immer wieder bei anderen Sammlern beobachten können. Als Sportwagenhändler haben wir schon Fahrzeuge im Wert von über 15 Millionen Euro gekauft, kaufen und verkaufen täglich verschiedenste Fahrzeuge von Porsche über Ferrari. Und wir wollen euch nicht nur die 7 Fehler aufzeigen, sondern euch wertvolle Tipps geben, wie ihr diese auch vermeiden könnt und euer nächster Kauf zu einem profitablen Investment wird. Punkt Nummer 1, der allerwichtigste. Falsches Modell, falscher Hersteller. Was bedeutet es? Ihr kauft das Fahrzeug rein aus Leidenschaft. Wie bei jedem Investment gilt es auch beim Auto, dass man nach objektiven Kriterien gehen sollte und keineswegs das Fahrzeug kaufen, das einem rein optisch gefällt, das man aus Vergangenheit kennt, auf einem Poster hatte, sondern man muss hier wirklich objektiv agieren. Wie beurteile ich ein Fahrzeug objektiv? Das fängt zunächst mit dem Track Record an. Also, welche Auktionsresultate gab es bei dem Fahrzeug? Hat das perspektivisch eher ein Wertzuwachspotenzial aufgrund der Auktionsergebnisse oder ein Wertverfallpotenzial? Oftmals kann man solche Trends ganz gut über eine Historie erkennen und wenn man andere Trends dann noch hinzuzieht, dann ist es meistens ein relativ klares Bild, in welche Richtung sich ein Fahrzeug bewegt. Neben Auktionsergebnissen kommt auch noch mit rein eben die Stellung des Fahrzeugs in der Modellpalette, sowohl als auch historisch. Ist es ein historisch bedeutendes Fahrzeug? Historisch bedeutend könnte sein, dass es ein Novum darstellt, ein Fahrzeug mit einer technischen Neuerung, eine erstmalige Einführung, wie beispielsweise beim 930 Turbo Porsche, das erste Fahrzeug mit einem serienmäßigen Turbolader. Gleichzeitig ist es dann auch noch ein Thema, in welcher Hierarchie ist es in der Modellpalette angesiedelt? Ist es eher ein Einsteigerfahrzeug? Ist es ein Enthusiastenfahrzeug? Oder war es wirklich am oberen Ende der Modellpalette positioniert? Die ganzen Dinge muss man in diese Gleichung mit reinnehmen. Historische Bedeutung, technische Neuerungen und drittens eben die Auktionsresultate nochmal als Referenz hinzunehmen. Darüber könnt ihr ganz gut ableiten, ob dieses Fahrzeug auch ein Potenzial hat. Falsches Modell kann nicht nur bedeuten, historisch unbedeutend oder von den Auktionsergebnissen schlecht, sondern kann auch sein, dass es einfach zu alt ist und der Trend zeichnet sich aktuell wirklich ab, dass Vorkriegsfahrzeuge, Autos aus den 50ern, 60ern, 70er Jahren zunehmend preislich unter Druck geraten und als Investment weniger gut geeignet sind. Ein Fahrzeug, das wir hier als Flop aufführen wollen, ist das Porsche Urmodell, also der 911 Urmodell, das sogenannte F-Modell von 1963 bis 73 gebaut. War lange Zeit, 2014 bis 2018, ein sehr hoch gehandeltes Fahrzeug, das über alle Motorisierungen hinweg ja förmlich explodiert ist. Und was wir die letzten 2 Jahre aber erkennen, ist, dass diese Fahrzeuge zunehmend ja auf den Markt kommen und der Markt schon gesättigt ist und keine weiteren Fahrzeuge aufnimmt. Zugleich wird auch die Generation, die diese Fahrzeuge kaufen, wird immer weniger. Von daher absolut unsere Empfehlung, aktuell kein F-Modell zu kaufen. Wann kann ein Modell noch falsch sein? Das ist, wenn ein Fahrzeug zu jung ist. Wieso kann es dann gefährlich werden? Junge Fahrzeuge, die sich als gutes Investment erweisen, sind überwiegend die Fahrzeuge, die ja über dem Listenneupreis gehandelt werden, limitiert sind oder einen anderen Faktor haben, der eben dazu führt, dass dort eine Werthaltigkeit gegeben ist. Und ein Beispiel, wo wir anführen möchten, wo wir fest davon überzeugt sind, dass wir eine große Korrektur sehen werden, ist der Porsche 991.2 GT3 RS. Also die Vorgängergeneration des GT3 RS. Der neue kommt jetzt dieses Jahr noch auf den Markt. Von dem Fahrzeug sind nahezu 5000 Stück produziert worden. Die werden teilweise immer noch über den Listenneupreis oder für den Listenneupreis gehandelt. Und wir haben eine große Menge an Fahrzeugen am Markt und über 2 Jahre hinweg große Preissteigerungen gesehen. Wir glauben hier, mit dem Einzug des neuen 992 GT3 RS werden wir hier eine größere Korrektur sehen. Dieser Mechanismus, die Ersetzung durch ein neues Modell, ist im Übrigen immer der Mechanismus, der auch zur Abwertung des Vorgängermodells führt. Und bei neuen Fahrzeugen sind wir hier besonders ja, in diesem Spannungsfeld. Ein weiterer Punkt, wann ein Fahrzeug einfach vom Modell nicht geeignet sein kann, ist, wenn die Produktionsstückzahl zu hoch ist. Wenn der Hersteller schlichtweg zu viele Fahrzeuge produziert hat, um hier eine Wertigkeit zu schaffen. Und das beste Beispiel ist hier auch der 991.1 GT3 RS. Ebenfalls wie der Punkt 2 GT3 RS mit nahezu 5000 produzierten Fahrzeugen ein Auto, das wirklich, wir wollen nicht sagen in Massen produziert wurde, aber doch in einer riesen Stückzahl für so ein besonderes Modell. Und wir haben hier auf Mobile und anderen Portalen teilweise über 150 Fahrzeuge im Angebot. Bei 150 Fahrzeugen
ist es vorgezeichnet, ja, dass der Markt die nicht aufnehmen kann, eine Sättigung sich einstellt und die Preise früher oder später auch hier purzeln werden, spätestens mit der Einführung des neuen Modells. Wir haben beleuchtet, falsches Modell. Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor Nummer 2 ist falsche Spezifikation. Ihr kauft das richtige Fahrzeug, aber in der falschen Konfiguration. Wann ist ein Fahrzeug falsch konfiguriert? Ein Beispiel, Importfahrzeuge. Wir sehen im Sammlerbereich oft Autos aus Japan, aus den USA. In den Hardcore-Sammlerkreisen sind Importfahrzeuge ja nahezu immer verpönt. Ihr spart euch zwar bei der Anschaffung einen gewissen Teil, es ist aber auch wirklich so, dass der Einkaufswert nicht unbedingt mit dem Renditepotenzial korreliert, sondern vielmehr Fahrzeuge mit deutscher Auslieferung, ja, mit lückenloser Historie eben wesentlich besser performen wie ein Importfahrzeug. Von dem her, für ein sehr gutes Investment raten wir immer von einem Importfahrzeug ab. Ganz gleich, wie qualitativ gut so ein Fahrzeug ist. Ihr werdet mit einem deutschen oder europäischen Fahrzeug immer besser fahren wie mit einem Fahrzeug aus einem Drittland. Zur falschen Spezifikation gehört nicht nur der Ursprung des Fahrzeugs, sondern auch die Konfiguration. Bei der Konfiguration ist es wirklich so, dass kleine Merkmale über einen sehr großen Werterhalt oder Wertverfall entscheiden können. Beispielsweise der Porsche 964, der eben als Carrera 2 mit Heckantrieb und Carrera 4 als Allradantrieb gebaut wurde, ist hier ein super geeignetes Beispiel. In Carrera 4 in einer Farbe wie Arena-Rot, das ist eine Art Violettton mit einem lila Interieur, wird natürlich deutlich schlechter performen als ein schwarz-schwarzer 964 Carrera 2, der eben eine viel größere Bandbreite an Kunden anspricht und das pure klassische Fahrzeug ist. Im Übrigen ist es auch bei historischen Fahrzeugen meistens so, dass die handgeschaltete Variante die gesuchte Variante ist. Ihr habt das richtige Fahrzeug gekauft in der richtigen Konfiguration, aber in der falschen Qualität. Falsche Qualität kann in vielerlei Hinsicht vorliegen. Das Allerwichtigste ist, dass ein Fahrzeug unfallfrei ist. In dem Moment, wo ein Fahrzeug einen nennenswerten Vorschaden hatte, für uns ist nennenswert über 5.000 Euro, dann sprechen wir von einem Unfallschaden. Solltet ihr als Investment immer die Finger von dem Fahrzeug lassen, egal ob es bei einer Vertragswerkstatt sachgerecht, fachgerecht instand gesetzt wurde. Es müssen unfallfreie Fahrzeuge sein und wenn es Schäden gab, dann muss ganz klar dokumentiert sein, wie groß der Schaden war und wie und vor allen Dingen wo der instand gesetzt wurde. Zur falschen Qualität gehört auch eine unklare Historie. Wir wissen nicht, wie viele Vorbesitzer das Fahrzeug hatte, wann es im Service war. Wir haben keine Dokumentation zum Fahrzeug. Im Englischen sagt man auch Provenance. Das ist bei umso bedeutender Fahrzeug wird, umso entscheidender ist auch dieser Einflussfaktor. Ein Erste-Hand-Fahrzeug mit einer lückenlosen Dokumentation wird immer besser performen wie ein Fahrzeug aus vierter Hand mit teilweise belegbarer Historie. Falsche Qualität kann auch bedeuten, nicht original oder nicht originalgetreu. Originalität ist auch ein wichtiger Faktor und fängt schon bei der Farbkombination an. Ist das Fahrzeug, das ich erwerben möchte, noch in der ursprünglichen Farbkombination? Sprich, stimmt die Außen- und Innenfarbe mit der Auslieferungsfarbkombination überein? Sind die verbauten Aggregate, Motor und Getriebe, sind es noch die originalen, also Matching Numbers? Stimmen die Nummernkreise mit dem im Werk verbauten Aggregaten überein? Sind Modifikationen vorgenommen? Ist das Fahrwerk nicht mehr original? Ist der Teppich innen von der Flurhöhe nicht passend? Sind die Glanzkreise an den Felgen, an den Fensterleisten falsch. All das sind Punkte, die je speziellen Fahrzeug sind, auch stärker ins Gewicht fallen. Und wo bei einem Investment raten wir immer dazu, ein Fahrzeug in Auslieferungsfarbkombination zu nehmen. Bei Matching Numbers sagen wir wenigstens der Motor oder das Getriebe sollte ab Werk verbaut worden sein. Wenn ihr beides mal in beiden Fällen kein Originales habt, raten wir davon ab. Mit der Originalität geht auch einher die Restauration eines Fahrzeugs. Da ist es zunächst wichtig, wie originalgetreu ist die erfolgt? Wurden blind alle Teile gegen neuwertige getauscht? Oder hat hier ein namenhafter Betrieb mit Fachkenntnis original nach Werkspezifikation die Restaurierung vorgenommen? Ganz entscheidend ist der Name des Restaurateurs. Wenn wir hier einen am Markt bekannten Betrieb haben, hat es einen unheimlichen Zuwachs für den Werterhalt des Fahrzeugs. Wenn wir hingegen ein Fahrzeug haben, das zwar qualitativ super restauriert wurde, aber die Dokumentation der Restauration fehlt, vielleicht auch noch von einem Privatmann abends durchgeführt, dann ist es
ist es wirklich schwierig, so ein Fahrzeug überhaupt nochmal verkauft zu bekommen, obgleich die Qualität des Fahrzeugs vielleicht sehr gut ist. Viertens, der Preis. Viele glauben, unterhalb des Marktpreises gekauft bedeutet automatisch einen hohen Werterhalt. Doch das stimmt nicht ganz, es ist vielleicht sogar ganz anders. Klar, wenn ihr ein super Fahrzeug, gute Qualität, super Historie unterhalb des Marktpreises kauft, dann fördert es natürlich den Renditeerhalt. Doch meistens ist es so, dass günstig gekauft nicht unbedingt gut bedeutet. Und wieso ist das so? Jeder Anbieter, jeder Händler wie wir, der mit den Fahrzeugen tagtäglich zu tun hat, verkauft kein Fahrzeug unterhalb des Marktwertes, wenn es qualitativ keine Einschränkungen hat. Meistens ist es dann so, dass in den Details nicht stimmt und der Laie dann darüber hinweg geblendet wird und vermeintlich ein Schnäppchen macht. Wir empfehlen daher immer, macht euer Schnäppchen, ist in Ordnung, macht es aber nicht zulasten der Qualität und kauft es am besten immer marktgerecht, weil für ein qualitativ gutes Fahrzeug werdet ihr auch immer einen Marktpreis zahlen und schwerlich den unterhalb des Marktpreises erwerben können. Zum Preis kommt natürlich dann auch das Budget. Jeder hat ein Budget für das Fahrzeug, das er erwerben möchte. Aber im Zweifel ist es dann wirklich so, bevor ihr von einem Modell ein schlechtes Exemplar kauft, weil euer Budget nicht mehr hergibt, geht lieber ein Modell darunter in der Hierarchie, in der Modellpalette und kauft euch vom günstigeren Modell die Top-Variante in der absolut besten Qualität. Dann seid ihr besser aufgestellt, wie ihr reizt euer Budget aus und kauft dafür ein minderwertiges Fahrzeug. Ein plakatives Beispiel. Ihr möchtet ein 9FF-Modell kaufen, haben wir zwar empfohlen, nicht zu tun, aber wenn ihr es trotzdem wollt und ihr könnt euch keinen 24S leisten, dann geht nicht ans Limit, kauft einen schlechten 24S, sondern kauft einen guten 24T, der von einem namhaften Betrieb gemacht wurde, der im Zweifel noch original ist. Spart euch das Geld und erwerbt hier das qualitativ bessere Fahrzeug. Zum Preis kommt auch da nochmal mit rein die Konfiguration. Wir hatten es vorher angesprochen. Die Konfiguration hat einen großen Einfluss auf den Werterhalt und eine Standardkonfiguration. Ein Fahrzeug, das keine besonderen Ausstattungsmerkmale, Farbkombination hat, ist natürlich immer auch in der Performance schlechter wie ein herausragendes Fahrzeug, das im Zweifel eine einmalige Farbkombination hat, zählt in Ausstattungsdetails ab. Und auch hier solltet ihr schauen, lieber mehr Geld in die Hand zu nehmen und das besondere Fahrzeug zu einem höheren Preis zu erwerben, wie das günstige Fahrzeug in der Standardkonfiguration. Timing. Viele glauben, sie können das Fahrzeug immer zum richtigen Zeitpunkt kaufen. Dann, wenn der Markt gering ist, steigen sie ein und wenn er hoch ist, steigen sie aus. Die Realität ist aber, dass ihr den optimalen Zeitpunkt niemals erwischen werdet. Nichtsdestotrotz lassen sich Annäherungen bilden, wann ein Fahrzeug attraktiv erworben werden kann und wann wir da über den Zenit schon hinweg sind. Zwei Beispiele aus dem Hause Porsche. Das eine ist der Carrera GT. Der Carrera GT ist bis vor 2 Jahren in etwa, bis Beginn 2021 noch auf dem europäischen Markt zwischen 600.000 und 700.000 Euro je nach Qualitätszustand gehandelt worden. Seit Mitte 2021, jetzt zu Ende 2022, sind die Fahrzeuge auf über 1 Million Euro gestiegen. Wir haben Auktionsresultate, die fast bis zu 1,5 Millionen Euro gehen. Und hier ist es dann schon so, wenn wir eine Verdoppelung des Preises in einem kurzen Zeitraum haben, dann ist es doch schon erkennbar oder ableitbar, dass hier vielleicht aktuell nicht der richtige Zeitpunkt vorliegt, um einzusteigen. Wenngleich es auch Modelle schon gab, die dann noch weiter gestiegen sind. Das andere Beispiel ist der Porsche 911 Carrera RS, der 2,7 Liter RS, der erste jemals gebaute Porsche, der den Namen RS trug und eben ein Fahrzeug ist mit Rennsportgenen, das auf Leichtbau getrimmt ist. Und diese Fahrzeuge wurden zwischen 2014 und 2018 extrem hoch gehandelt. Und wir waren hier in einer Phase, in der die Fahrzeuge deutlich über 1 Million Euro gehandelt wurden, extreme Exemplare sogar deutlich über 1,5 Millionen Euro. Und wir haben jetzt gesehen, seit 2018 eine sehr starke Abkühlung im Markt und haben bei durchschnittlichen Fahrzeugen inzwischen Auktionsresultate von 600.000 bis 700.000 Euro, wenngleich auch vereinzelt besondere Fahrzeuge hier noch stärker performen. Aber hier sprechen wir von einem enormen Wertverfall, der innerhalb von 4 Jahren erfolgt ist, bis zu 50%. Auch hier sieht man, wie entscheidend Timing sein kann. Wenn man hier 2018 zum Höchstpunkt eingeschritten ist, dann tut es jetzt richtig weh. Trends. Wieso sind Trends wichtig? Trends sind immer der Zeitgeist und reflektieren, was am Markt gesucht ist. Wir hatten es vorher. Ein Auto, das zu alt ist, Vorkriegsfahrzeuge, werden weniger gesucht. Was jetzt gesucht ist, sind hochmotorisierte Fahrzeuge mit Rennsportgenen aus den 80ern, 90ern, 2000er Jahren. Im Ferrari-Bereich, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 360 Challenge Stradale, die allerersten GT3 RS, 996 GT3 RS, 997 GT3 RS oder die GT2 Modelle.
Modelle. Das sind alles Fahrzeuge, die absolut den Zeitgeist treffen und die sehr gefragt sind. Zudem kommt noch hinzu, dass wir den Trend sehen zu besonderen ausgefallenen Farben. Schaut aktuell danach, dass ihr ein Fahrzeug in einer Farbe nach Wahl, also Individuallackierung sucht. Eine Farbe, die am Markt nicht anzutreffen ist. Eine seltene Konfiguration. Das ist ein weiterer Punkt, der aktuell einen enormen Wertzuwachs bringen kann. Zudem wurden in den 80er, 90er Jahren Individualisierungsprogramme eingeführt. Bei Porsche ist das Porsche Exclusive Programm, bei Ferrari ist es TaylorMade. Diese Programme sorgen heute dafür, dass es Fahrzeuge am Markt gibt, die eine hohe Individualisierung haben und dadurch auch eine Einzigartigkeit am Markt haben. Ein Trend kann auch dadurch ausgelöst sein, dass ein Fahrzeug in einer bekannten Serie erschienen ist. Wir kennen alle die Serie Miami Vice und welches Fahrzeug wurde da gefahren? Es war ein Ferrari Testarossa und es war nicht nur irgendein Testarossa, es war ein Testarossa Mono Specchio, der allererste mit dem einen Spiegel und noch in Weiß. Wenn ihr jetzt so ein Fahrzeug in der Konfiguration wie in der Serie erwerbt, dann trefft ihr absolut den Zeitgeist, weil diese Serie der 80er, 90er lief und heute die Zielgruppe anspricht, die solche Fahrzeuge auch kauft. Zu den aktuellen Trends gehört auch dazu, dass restaurierte Fahrzeuge weniger gesucht sind wie sehr gut erhaltene Originalfahrzeuge. Ihr werdet die nächsten Jahre mit einem Fahrzeug, das original erhalten ist, das noch seinen Erstlack hat, vielleicht kein perfektes Interieur hat, dafür aber ein original erhaltenes, werdet ihr definitiv besser fahren und auch diesen Trend gilt es nicht zu vernachlässigen. Und ein Fahrzeug, das hier nahezu allen Trends entgegensteht, ist der Porsche 912. Wieso tut er das? Der Porsche 912 ist ein 911er mit 4-Zylinder-Boxermotor. Normalerweise haben alle 911er den charakteristischen 6-Zylinder und der eben nur den kleinen 4-Zylinder, man könnte auch böse sagen, den Käfermotor. Es ist ein Fahrzeug aus den 60er Jahren, geringmotorisiert, von der Stellung in der Porsche-Historie auch unbedeutend, zumindest nicht annähernd bedeutend, wie die Top-Modelle beim F-Modell. Ein Fahrzeug, das plakativ dafür steht, was eben aktuell nicht gefragt ist. Kommen wir zum letzten Fehler und es ist der Kauf beim falschen Anbieter. Ihr habt immer zwei Möglichkeiten. Ihr kauft ein Fahrzeug bei Privat oder beim Händler. Klar, beim Privaten ist es in jedem Falle so, dass ihr das Fahrzeug günstiger erwerben könnt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ihr keinerlei Gewährleistungs- oder Garantieansprüche habt. Ihr kauft jetzt euch ein Fahrzeug im hohen 5-stelligen bis 6-stelligen Bereich, fahrt vom Hof und aus irgendeinem Grund geht der Motor kaputt, das Getriebe ist kaputt. Ihr bleibt darauf sitzen. Kauft ihr hingegen bei einem seriösen gewerblichen Händler, wird er euch niemals im Stich lassen, sondern euch auch unterstützen bei der Reparatur, euch zur Seite stehen, die entsprechenden Kontakte zu vermitteln, im Zweifel sogar die Reparaturkosten übernehmen. Diese Abwägung müsst ihr immer treffen, ob wenige tausend Euro bei so einem hohen Invest es rechtfertigen, beim Privaten zu kaufen. Gleichzeitig ist es auch so, dass ihr das Fahrzeug nicht bei jedem Händler kaufen solltet. Schaut euch immer das Portfolio an. Hat der Händler nur ein Fahrzeug in der Klasse? Hat er überwiegend normale Gebrauchtwagen oder ist er wirklich im Bereich Sammlerfahrzeuge, Sportwagen tätig? Darüber könnt ihr ein Stück weit sehen, ob überhaupt eine Expertise beim Händler vorliegt, aus welcher wiederum auch abgeleitet werden kann, ob er euch nach dem Kauf betreuend zur Seite steht. Denn wenn ihr ein Fahrzeug verkaufen wollt, dann ist es privat auch nicht ohne weiteres möglich. Und im Zweifel lasst ihr hier die gemachte Rendite beim Händler liegen, weil der natürlich auch einen gewissen Anteil an Marge benötigt. Ein normaler Händler wird das Fahrzeug nicht zurücknehmen können und kann es euch auch nicht vermarkten. Bei uns ist es jedenfalls so, dass wenn ihr bei unserem Sammlerfahrzeug kauft, im Nachhinein das Fahrzeug auch durch uns wieder vermarktet werden kann zu bevorzugten Konditionen und ihr auch eure Rendite behalten könnt. Wenn ihr das bei einem Feldwald-Wiesenhändler kauft, werdet ihr spätestens beim Verkauf einen großen Teil eurer Rendite verlieren. Das war's von unserer Seite zum Thema Investieren in Autos. 7 Fehler, die ihr machen könnt. Ich hoffe, wir konnten euch das Ganze ein Stück weit näher bringen, euch ein Gefühl dafür geben, auf was ihr achten müsst und welche Fahrzeuge auch geeignet sind. Solltet ihr vor dem Kauf eines Fahrzeugs stehen oder auch euer Sammlerfahrzeug-Sportwagen verkaufen wollen, beraten wir euch gerne, geben euch unsere Einschätzung gleich mit euch den Markt nochmal ab. Es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall gezeigt, dass alternative Assets, ob es Autos, Uhren, Gemälde, Kunst sind, funktionieren können. Aber auch hier gilt, macht keine voreiligen Schritte, sondern holt euch im Zweifel Beratung, nehmt Experten hinzu in eure Kaufentscheidung und kauft immer ein Fahrzeug, das euch langfristig Spaß macht und auch Rendite bringt.